Am meisten Regen ist in den Landkreisen Traunstein und hier im Berchtesgadener Land gefallen. Die Einsatzkräfte hatten sich auf das Unwetter vorbereitet. Es war am Freitagnachmittag eine große Sandsackfüllaktion im nördlichen Landkreis. Es hat sowieso jede Feuerwehr größere Mengen Sandsäcke. Es sind die Einsatzzentralen besetzt. Wir haben drei Abschnittsführungsstellen, die besetzt sind. Und die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt ist auch abrufbar. In der Gemeinde Anger haben die Einsatzkräfte beispielsweise mobile Flutwände aufgestellt, um das Wasser von Wohnhäusern abzuhalten. Mit Erfolg. Wir sind jetzt soweit bis jetzt eigentlich sicher. Aber natürlich ist das, man sieht ja, eine außergewöhnliche Situation. Und ich hoffe, dass wir es ja, in Kontrolle behalten und dass irgendwann einmal vielleicht im nächsten Ring aufhört. Hier in Karlstein, in Bad Reichenhall, behilft sich Herbert Gruber mit Sandsäcken. Bei mir hält es zwei, drei Tage an, aber ich habe einen Riss im Keller und nach zwei, drei Tagen drückt es rein. Aber noch ist es trocken. Der Regen hat in Bayern schon teilweise am Vormittag nachgelassen. Das Wasser in den Flüssen steigt allerdings noch an, so wie hier an der Traun. Hoher Wasserstand auch im Landkreis Regen an der Grenze zu Tschechien. In der Nähe in Cham wird vor der Hochwasserstufe 3 von 4 gewarnt. Das heißt, überflutete Keller, vereinzelt können Häuser vorlaufen. Der Regen soll hier nun nachlassen, im Südosten Bayerns erst morgen Nacht. Theresa Mommsen ist für uns im Landkreis Berchtesgadener Land der Landkreis, der nach Ansicht der Fachleute am stärksten von diesem Regen betroffen ist. Theresa, und du bist in der Gemeinde Anger, haben wir gerade schon im Beitrag gesehen. Was genau ist da das Problem? Ja, hier in der Gemeinde Anger in der Landkreismitte kam das Wasser heute den Tag über wirklich den Hang hier herunter. Das war das Problem. Hier musste eine Schule im Hintergrund, eine Grundschule, durch diese mobilen Boxwalls, nennt man sie, mobile Schutzwälle geschützt werden. Die gibt es jetzt relativ neu bei den Feuerwehren hier im Landkreis und werden jetzt schon erprobt. Zusätzlich ist hier auch die Steuser Aache, die fließt durch die Ortschaft und die ist eigentlich, hat die 20 cm Pegelstand im Normalfall und ist angeschwollen auf ein Vielfaches. Das ist an vielen Stellen im Landkreis das Problem gewesen. Es sind die Bäche, es sind die kleinen Gewässer, die so unberechenbar sind. Insgesamt ist die Lage auch etwas angespannter jetzt. Die Einsatzzahlen sind bis zum Abend gestiegen. Und was wird jetzt noch erwartet im Berchtesgadener Land? Gibt es noch größere Einsätze? Ja, die Lage hat sich über den Tag etwas gedreht. Also von einer ruhigen Nacht mit kaum Einsätzen, die konnte man an einer Hand abzählen, bis zu 100 im Nachbarlandkreis Traunstein, den es ja auch ziemlich getroffen hat. Und hier waren es rund 60 im Berchtesgadener Land, also weniger. Es ging hauptsächlich um vollgelaufene Keller, um Straßen, die gesperrt werden mussten, aber nicht nur wegen Überschwemmung, sondern auch wegen Schneefalls. Also es gab schon einen Wintereinbruch auch in tieferen Lagen, zum Beispiel in Reitenwinkel hat es geschneit, da musste die Straße dorthin gesperrt werden wegen umgefallener Bäume. Es hat sich inzwischen stabilisiert, die Einsatzlage. Jetzt blickt man natürlich sorgenvoll auf die nächsten Tage, wenn wieder viel Regen kommen soll. Theresa Mommsen, vielen Dank erstmal für die Informationen. So viel zur Hochwasserlage in Bayern. Da finden Sie mehr Informationen natürlich auch in unserer BR24-App oder unter br24.de. Schlimmer hat es die Länder östlich und südöstlich von uns erwischt. Unsere Nachbarn in Österreich zum Beispiel, die haben einige Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt. In weiten Teilen des Landes regnet es fast ohne Unterlass. In Niederösterreich werden bis zu 300 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und orkanartige Windböen erwartet. Ist die Situation folgendermaßen, dass sich die Feuerwehren bereits auf ein Jahrhunderthochwasser vorbereiten, das prognostiziert wurde. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt die Teilnahme des österreichischen Kanzlers Nehammer bei einer Krisensitzung in Wien. Im Rahmen der Sicherungsmaßnahmen wurden unter anderem mobile Hochwasserschutzanlagen aufgebaut und zahllose Sandsäcke gefüllt. Geschützt werden soll auch die kritische Infrastruktur, etwa das Umspannwerk im Kamptal. Als positiv gewertet wird, dass der Niederschlag, wie hier im Tiroler Leutasch, oberhalb von 800 Metern vielerorts als Schnee niedergeht,
wodurch er zunächst nicht zu Überschwemmungen beitragen wird. Besonders betroffen ist derzeit Rumänien. Starkregen und schwere Überschwemmungen haben in dem südosteuropäischen Land bereits erste Todesopfer gefordert. Wie schnell aus beschaulichen Wasserläufen reißende Fluten werden, zeigen diese Bilder des Flüsschens Reka in Slowenien. In Niederösterreich bleibt die Lage angespannt. Einige Gemeinden wurden zu Katastrophengebieten erklärt. Anna Tillack in unserem ARD-Studio in Wien. Österreich hat sich ja schon seit den ersten Vorhersagen vorbereitet. Wie hat es bisher geklappt? Das klappt bisher gut. Also in verschiedensten Städten und Orten wurden große Hochwasserschutzwände aufgebaut. Wir haben es auch schon im Beitrag gesehen. Umspannwerke wurden zum Beispiel geschützt. Im ganzen Land wurden ganz fleißig Sandsäcke voll gemacht. Also man bereitet sich hier tatsächlich gut vor. Und Österreich profitiert da auch sehr von einer Erfahrung von vor 20 Jahren. Da gab es nämlich ein Jahrhunderthochwasser. Und da haben die Einsatzkräfte viel gelernt, vor allem nämlich die Kommunikation zwischen den Behörden, den Einsatzkräften und auch den Bürgern. Bis morgen Abend soll es in Teilen des Landes noch weiter regnen. Was erwartet Österreich jetzt noch? Österreich erwartet vor allem weiterhin sehr starken Regen. Es sind schon 80 Liter pro Quadratmeter runtergekommen. 200 Liter pro Quadratmeter könnten noch kommen. Also das sind wirklich ordentliche Mengen. Und auch das haben wir im Beitrag schon kurz gesehen. Es kam ein bisschen Entlastung dadurch, dass in den hohen Lagen der Niederschlag als Schnee gebunden wurde. Aber unten in den Tälern und gerade in Niederösterreich, da bereitet sich die Feuerwehr darauf vor, dass die Flüsse über die Ufer treten. Wir sehen stündlich, wie die Pegelstände steigen. Und die Feuerwehr hat einige Personen auch schon dazu aufgefordert, die Erdgeschosse auszuräumen und zum Teil auch die Häuser schon evakuiert. Insofern ist man hier wirklich angespannt und 24 Gemeinden wurden auch schon zu Katastrophengebieten deklariert. Anna Tillack in Wien, danke für die Informationen.